So, guten Morgen Leute und herzlich willkommen hier zu meinem Tutorial über den ILS-Anflug von Airbus X Extended. Wir machen alles im Schnelldurchlauf, also fangen wir sofort an. Am Anfang gehen wir hier mit Rechtsklick auf Cockpit, dann auf MCDU 1, View 2D. Vorher müsst ihr einen Flug geplant haben, ich gehe jetzt erstmal einfach mal davon aus, dass ihr das schon wisst. Dann geht ihr hier auf Init und hier rechts oben seht ihr From/To. Und genau in diesem Muster müsst ihr jetzt den ICAO-Code von euren zwei Flughäfen eingeben. Also wir fliegen heute von München, das ist der ICAO-Code EDDM, nach Stuttgart, das ist EDDS. Diese ICAO-Codes könnt ihr der Karte entnehmen. Sobald ihr das hier unten in dieser Leiste habt, drückt ihr hier rechts auf diesen Button. Da zeigt dieser Pfeil oder was das ist, mehr oder weniger hier auf diese Linie. Da drückt ihr drauf und dann wird das eingetragen. Dann erscheint dieses Fenster hier. Und dann geht ihr einfach auf Return. Jetzt seht ihr hier, EDDM und EDDS steht jetzt ausgefüllt in diesem Feld. Wir machen das jetzt im einfachsten Verfahren, wie es irgendwie geht. Also lassen wir das, machen wir das ohne Airways und so weiter. So, anschließend geht ihr hier auf FPLN, steht für Flight Plan. Und bis jetzt ist nur EDDM und EDDS eingetragen. Hier dazwischen steht jetzt Flight Plan Discontinuity, scheiß Zungenbrecher. Und das darf nicht sein, sonst kommt der Autopilot ein bisschen durcheinander. Um das wegzukriegen, drückt ihr hier unten rechts auf Clear. Das steht dann auch hier unten. Und drückt dann links daneben auf Flight Plan Discontinuity. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und dann verschwindet es. So. Im Moment können wir da nichts weiter tun und wir fliegen jetzt los. Wir machen übrigens einen IFR-Flug, das erleichtert die Sache ein bisschen. Irgendwann später. So, ihr habt es gehört oder gelesen, wie auch immer. Das ist die allerwichtigste Meldung, die wir haben. Ihr macht einfach immer alles, was euch dieser Air Traffic Controller sagt. In dem Fall jetzt sinken auf 4000, habe ich schon eingestellt. Und wichtig ist für uns, Expect Vectors ILS Runway 7 Approach. Dazu gehen wir wieder auf unser MCDU. Dann klicken wir auf EDDS. Oder hier links neben EDDS. Dann öffnet sich dieses Fenster. Da wir ankommen, gehen wir auf Arrival und wählen ILS 07 aus, denn wir haben die Landebahn 7 zugeteilt bekommen, wie ihr hier im Air Traffic Control Fenster seht. Also immer die Landebahn hier auswählen mit ILS davor, wo ihr euren ILS-Anflug macht oder der euch zugeteilt wurde, das meine ich. So, dann öffnet sich dieses Fenster und ihr müsst dann nur noch auf Insert klicken. Und dann seht ihr hier, wir haben ganz viele weitere Wegpunkte in unserem MCDU drin. Und jetzt, ihr macht einfach immer weiter das, was der Air Traffic Controller sagt. So, das war jetzt unsere allerwichtigste Meldung. Wir haben die IFR-Anflugfreigabe. Macht einfach das, was er sagt. Und sobald er dieses gesagt hat, macht er das. Und drückt dann hier, Moment, auf APPR für Approach. Das heißt, ab jetzt ist der ILS-Anflug mehr oder weniger aktiviert. Und sobald wir auf dem Landereiter, auf dem Localizer sind, passt es dann. So, ich zeige nochmal ganz eben, was überhaupt der Landereiter ist. Der Landereiter, oder der Localizer, ist hier dieses grüne, lange Dreieck. In diesen müssen wir reinfliegen, oder zumindest in ein bisschen Verlängerung. Und ab da dreht dann der Autopilot automatisch für uns ein und sinkt dann bis kurz vor der Landebahn. So. Er hat den Landereiter gefunden und dreht jetzt automatisch nach rechts. Ich habe nichts mehr eingestellt. Ist jetzt alles nur noch ILS. Das bedeutet, wir können langsam aber sicher mal die Geschwindigkeit runterdrehen.
Und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis er dann selbstständig anfängt zu sinken. Jetzt warten wir nur noch quasi auf die Landefreigabe. So, ihr merkt, die Nase geht runter, wir fangen an zu sinken. Das ist alles der ILS-Anflug. Und jetzt müsst ihr euch einfach nur noch schön zum Flughafen gleiten lassen. Das Einzige, was ihr hier machen müsst, ist die Geschwindigkeit vom Autopiloten anpassen. Dass sie dann nicht mit 300 Knoten auf die Landebahn zufliegt. Das ist natürlich auch nicht sinnvoll. So, das war das Einzige, worauf wir noch gewartet haben. Bestätigen wir das. Und das Einzige, was ihr jetzt nur noch tun müsst, ist euer Flugzeug aufsetzen. 100. Und das machen wir jetzt. Vergesst nicht, den Autopiloten auszuschalten und die automatische Leistungskontrolle. 50, 40, 30, 20, 10, 5. So. Die Texturen hier sind extrem matschig, aber warum? Naja. Wie gesagt, ist nicht das Thema in diesem Flug. Aber das war der ILS-Anflug im Airbus X Extended. Ich hoffe, ich könnte euch weiterhelfen. Falls dennoch Fragen offen sein sollten, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht kann ich oder irgendjemand anderes der Community helfen. Und bis dahin, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns im nächsten Video oder was ich mache. Bis dann, ciao.